herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ich euch Donnerstag versprochen habe, werde ich heute alle meine Produkte benutzen, die ich euch in meinem Wish-Haul gezeigt habe. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne hier oben. Ist Sinn und Zweck dieses Videos heute, dass ich alle Produkte ausprobieren werde und halt versuchen werde, mein komplettes Make-up ausschließlich nur mit diesen Produkten zu schminken. Genau. So, heute ist leider mein Bad Hair and Face Day. Irgendwie, ja, macht mein Gesicht heute nicht das, was ich will. Außerdem bin ich so blass geworden. Es wird einfach Zeit, dass es wieder warm wird. Wirklich. Ja, und am Ende des Videos, beziehungsweise ist ja Quatsch, nicht am Ende des Videos. Ich möchte natürlich euch noch den Gewinner dieser Box bekannt geben. Den Gewinner oder die Gewinnerin findet ihr unten in der Infobox. So, meine Frage ist es, fange ich denn jetzt lieber erst mit Lidschatten an oder lieber mit Foundation? Da ich ja versuche, heute nur die Produkte hier zu benutzen, die ich habe, werde ich einfach mit der Lidschattenpalette anfangen, weil ich ja auch kein Finishpuder oder sonst irgendwas habe, was ich mir unter die Augen machen kann. Also ich fange jetzt mit dieser, ja, meiner Meinung nach Fake Huda Beauty Palette an. Ich werde heute einfach so ein leichtes Make-up machen oder ich guck mal. Ich werde mich einfach drauf losschminken. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir überhaupt noch keine großen Gedanken gemacht, wie ich mich schminken werde, weil ich ja diese Produkte hier gerade alle zum ersten Mal ausprobiere. Als erstes werde ich, dann nehme ich doch einfach als Eye Base, packe ich hier mal meinen Concealer aus, den ich immer noch nicht gedreht bekomme. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Doch, das geht wieder. So, den trage ich jetzt einfach mal hier auf und dann werde ich jetzt einfach als Grundlidschatten hier die Farbe Royal benutzen. Das ist ja hier die hellste Farbe. Und die trage ich jetzt einfach erstmal komplett auf das gesamte Lid auf. In welche Richtung gehen wir denn heute? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich nehme jetzt einfach dieses Turkish Daylight. Wir gehen heute jetzt einfach mal in diesen rötlichen Ton. Dafür nehme ich jetzt auch einfach meinen Pinsel, mit dem ich jetzt eben die Farbe Royal aufgetragen habe. Dann nehme ich einen etwas kleineren Pinsel. Dann gehe in diese Nefertiti-Farbe. Whatever. Grundlage hier reinbringen. Ich würde jetzt einfach den Pinsel hier wieder nehmen und gehe einfach nochmal in die Farbe Royal rein, leicht. Und werde hier mal alles ein bisschen verblenden. Jetzt weiß ich, was ich nicht bestellt habe, was ich voll vergessen habe für mein Make-up. Eine Wimperntusche. Ich hätte eine Wimperntusche bestellen sollen. So, Dille. Wir brauchen noch was etwas Dunkleres. Oder obwohl, ich gehe nochmal in diese Farbe Nefertiti. Oh Leute, was sind das immer für Namen? Ich kann man überhaupt nicht aussprechen. Und dann, was nehme ich denn? Das ist blöd, wenn man sich nicht entscheiden kann, weil die Farben wirklich alle sehr schön sind. Aber wie gesagt, wir wollen ja in diesem rosa-Rotton bleiben und deswegen gehe ich, glaube ich, in diese Farbe Ember rein. Ich gehe jetzt einfach erstmal mit dem trockenen Pinsel, um einfach nur zu gucken. So, und damit ich gleich nicht komplett wie ein Clown aussehe, nehme ich noch die goldene Farbe Eden, weil mein Lipgloss, was ich da ja bestellt habe, orange ist und deswegen müssen wir das ja ein bisschen irgendwie, es darf ja nicht zu sehr, ja wie sagt man, das wäre ja blöd, wenn jetzt meine Augen komplett rosa-rot wären. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich muss es auf jeden Fall noch ein bisschen besser verblenden. Gleich mit einer Foundation sieht das wieder alles.
ganz anders aus. An den Wimpernkranz machen wir einfach die dunkelste Farbe, das ist Kaschmir hier unten. Werde ich jetzt einfach mal am Wimpernkranz entfernen gehen. Dafür brauche ich aber einen anderen Spiegel. Werde ich einfach erstmal weitermachen mit meiner Foundation und so. Jetzt habe ich hier ganz viel Lidschattenrest. Das werde ich jetzt einfach mit meinem Puderpinsel hier erstmal so ein bisschen. Glitzer ich hier total. Das ist echt nix. Naja. Mal, dass man das gleich nicht sehen kann, wenn ich die Foundation drauf mache. So, ich packe jetzt diese Foundation hier mal aus. Irgendwie hat das was von Sephora, was hier steht. Vielleicht, weil da einfach nur Sephora steht. Für mich ist das wie Sephora. So, letztes Mal konnte ich das ja nicht pumpen am Donnerstag. Jetzt mache ich das einfach nochmal. Naja, ich werde es jetzt einfach aufdrehen. Wie gesagt, ich bin total aufgeregt und bin gespannt, ob das überhaupt meine Farbe ist. Aber ich sehe schon, das ist ein bisschen zu dunkel. Jetzt mal gründlich auf. Ich werde das jetzt einfach alles mit meinem Blender verteilen. Ich werde das jetzt gleich mal versuchen zu retten mit. Obwohl, jetzt würde auch dieser dunkle Concealer passen bestimmt. Ich krieg den gerade gar nicht auf. Ich nehme jetzt einfach wieder Concealer Stick. Und ich werde das jetzt einfach mal irgendwie dieses Make-up retten. Seht ihr den Unterschied, wie weiß das ist? Oder? Wie gesagt, das war bestimmt, ich glaube, das war die zweithellste Farbe. Also. Ich denke, wenn ich einen Rollkragenpulli oder so anziehen würde, würde das gar nicht mal so sehr auffallen, dass die Farbe zu dunkel ist, weil ihr könnt jetzt sehen, meine Arme sind ja eh dunkel. Vielleicht sieht das einfach nur so extrem für mich am Anfang aus, weil mein Gesicht einfach so weiß ist. Aber das ist bei mir immer so, auch wenn ich mich bräune oder so. Es dauert immer ewig lang, bis mein Gesicht braun wird. Also ich muss auf jeden Fall, jetzt kann ich euch auch schon sagen, ich bin von diesem Concealer sehr zufrieden. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass da viel weniger drin ist als bei dem Original, weil schaut euch ja an, seht ihr das? Das war eben bis hier oben hin und jetzt habe ich schon ein paar Mal gedreht und so viel habe ich jetzt auch nicht benutzt. Ja. Aber dafür, dass es nur ein Viertel davon kostet, was der Originale kostet, finde ich, kann man das echt verkraften. Aber nein, kommen wir zu den Augenlidern. Welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Ich nehme jetzt wieder diese Nefertiti. Arbeite die eine dunkle und trage die hier unten auf. Vorne werde ich jetzt einfach ein bisschen Gold auftragen. Und hier habe ich meine Einpinsel hier verloren. Also die Glitzerfarben sind echt top, also die sind echt gut pigmentiert. Kann man nichts sagen, dafür, dass es jetzt hier alles, ja, also mein Pinsel ist trocken und so. Echt gar nicht so schlecht. So, dann nehme ich meinen fluffigen Pinsel wieder und gehe wieder in die Farbe Royal rein und verblende das alles zum gefühlten 100. Mal. Jetzt trage ich einfach meine ganz normale Tintentusche, die ich immer benutze, auf, damit das Ergebnis besser ausschaut. Jetzt kommen wir mal zu den Augenbrauen. Wirklich sehr gespannt, wie das hier so ist. Ich werde die als erstes mal durchkämmen. Sehr hart auf jeden Fall. So. Ich drehe das jetzt nur leicht auf. So, also, ich muss sagen, Fazit zu diesem Augenbrauenstift, der ist wirklich gut. Der ist sehr
cremig, also man muss nicht so fest drauf drücken. Es ist gerade einfach, die Farbe ist einfach zu dunkel für mich. Es ist für mich immer generell voll schwer, Augenbrauen zu schminken, weil meine Augenbrauen einfach so unterschiedlich sind. Aber wie gesagt, ich bin echt sehr begeistert von diesem Augenbrauenstift, weil das halt auch 2-in-1 ist. Man hat die Bürste und den Stift in einem. Wie gesagt, die Farbe ist einfach nicht meins, weil es einfach zu braun ist. Ich brauche eher was gräulicheres. Ja. Jetzt sind wir ja auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch unser Blush und unsere Lippen. Ich mache erstmal den Blush. Das ist ja hier der. Irgendwie hat die Verpackung, finde ich, was von MAC. Keine Ahnung, ob ich es mir irgendwie einbilde oder nicht. Oh, meine Nase fängt an zu laufen. So, nehme ich einfach meinen ganz normalen Blushpinsel. Ich lasse das jetzt hier drin, weil das einfach total bescheuert ist, das Packaging. Ich habe ja schon Donnerstag gesehen, dass es einfach überhaupt nicht stark pigmentiert ist. Ja, ist okay, ist jetzt nichts Dolles, aber kann man benutzen auf jeden Fall. So. Muss ich jetzt erstmal meine Nase putzen. So, die Nase ist sauber. Jetzt geht's an den Lipgloss. Bin ich sehr gespannt, weil es ist orange. Nicht, dass ich gleich aussehe wie, keine Ahnung, ein Pumpkin oder so. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und wie schon gesagt, am Donnerstag, ich habe mir eigentlich 2 Farben bestellt, aber es kam bis jetzt nur die Farbe. Ich habe ja jetzt auch keinen Lip Liner dazu, ich werde das jetzt einfach auftragen. Auf den Lippen erinnert es mich irgendwie ein bisschen an Wasserfarbe. Man muss richtig oft reintunken, damit die Farbe grell ist. Und sobald ich das so verschmiere, geht das wieder weg. Aber so an sich, es macht auf jeden Fall weiße Zähne, weil ich kenne das von diesen ganzen gelben Lipgloss, ist, dass irgendwie die Zähne dann auch gelb aussehen. Es ist trocken, es färbt nicht ab. Ja, die Lippen sind sehr trocken. Sehr trocken. Aber es ist halt ein matter Lippenstift bzw. Lipgloss. Ja, somit wären wir auch fertig. Ich weiß gar nicht, trage ich mir ein bisschen Highlighter irgendwie auf oder. Hier sind ja helle Farben mit drin. Ich nehme jetzt einfach dieses Retro Crate oder wie auch immer, was ja schon kaputt war. Ich werde das einfach hier als Highlighter auftragen. Aber eigentlich, ich glänze so sehr im Gesicht gerade, dass ich gar keinen Highlighter bräuchte. Also mein Fazit, es lohnt sich auf jeden Fall bei manchen Dingen länger zu warten, weil wie ihr wisst ja, bei diesen ganzen Produkten aus China dauert es einfach mega lange, bis es ankommt. Meine Top-Produkte von den Sachen jetzt, die ich hier bestellt habe, wäre einmal der Concealer und der Augenbrauenstift. Vielleicht werde ich den sogar in meiner richtigen Farbe mal nachbestellen. Die Lidschattenpalette finde ich ist auch super. Man muss halt, wie gesagt, sieht für mich halt aus wie eine Fake-Palette. Ja, Foundation, ich weiß es nicht. Erstmal gucken, wie es den Tag über ist. Das glänzt mir zu sehr. Und abgesehen davon ist es auch einfach viel zu dunkel. Diesen Coverstick habe ich ja gar nicht ausprobiert, weil er einfach viel zu dunkel ist. Der Blush ist okay, kann man benutzen, ist jetzt nichts Tolles, aber Lippenstift ist auch okay, finde ich. Wie gesagt, muss man erstmal gucken, wie es ist, wenn man was jetzt isst oder trinkt. Aber im Vollen und Ganzen, finde ich, hat sich das gelohnt, das Geld auszugeben. Was habe ich jetzt insgesamt? 10 Euro? Also das ist ein 10 Euro Make-up, Leute. Dafür, finde ich, echt hat es sich das Warten gelohnt und ja, die Bestellung aus China auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über eure Kommentare freuen. Ich werde bestimmt einige von euch schreiben. Annie, Foundation viel zu dunkel. Aber wie gesagt, so finde ich, geht das eigentlich, weil zu meinem Hals passt das total. Und ja, den Gewinner findet ihr unten in der Infobox. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!